habe heute einen meiner Tricks, wie ich mich tagtäglich fit halte, wie ich meinen Stoffwechsel pushe und wie ich gut nach Sporteinheiten regeneriere. Und zwar heißt mein Geheimnis derzeit Kältetraining. Und dafür kann man sich jetzt entweder in einen Eisbach reinlegen oder man geht in eine Kältekammer oder man begibt sich in eine Kryosauna, in eine sogenannte Kältesauna. Und deswegen bin ich auch jetzt hier, nämlich bei der coolsten Frau Salzburgs, bei der Andrea Eckerl, und sie betreibt die einzige Kryosauna in Salzburg. Hallo Andrea. Ja, hallo Conny. Ich bin wieder da. Ja, Conny ist schon der volle Kryosauna-Fan. Genau. Ja. Normalerweise, wenn man zum ersten Mal kommt, muss man ja eine Anamnese machen. Ich war jetzt schon ganz oft da. Warum? Ja, dann ist es nicht mehr nötig. Also wichtig ist für uns die Anamnese, dass wir wirklich ausschließen können, dass irgendwas dagegen spricht, dass man in die Kältesauna geht. Das kann zum Beispiel extremer Bluthochdruck sein oder so Gefäßerkrankungen. Im Zweifelsfall empfehlen wir auch immer wieder, vorher zum Arzt zu gehen. Genau. Und für wen ist es jetzt so richtig gut? So richtig gut ist es eigentlich für alle. Weil die Kraft der Kälte, die Macht der Kälte hat sich ja inzwischen schon rumgesprochen und ist ja eigentlich uralt, seit Kneipp. Und ganz wichtig für uns ist einfach diese entzündungshemmenden Prozesse, die immer im Körper sind. Ob beim Sportler oder auch bei Rheumatikern, für die ist es übrigens ursprünglich erfunden worden, denen wirkt es total entgegen. Also wir haben so eine extreme Regeneration dadurch. Das habe ich ja schon gemerkt, weil ich habe öfters mal so Schulterschmerzen, die sind eigentlich total weggegangen, zumindest bei mir. Wir sind schon vorbereitet, ich habe schon meine Puschen an. Das heißt, man darf nicht barfuß rein, gell? Die Füße müssen geschützt sein. Genau, also wir schützen immer die Extremitäten, die Hände sind draußen und die Füße werden eben mit so Fellbadschal geschützt, weil die natürlich als erstes kalt werden. Mhm. Du, und man sagt ja, dass der Stoffwechsel, dass der Energieverbrauch um 700 Kalorien bis zu erhöht wird an dem Tag. Also wir haben wir kühlen ja hier in 3 Minuten die Haut circa um so 15, 20 Grad runter. Und für den Körper ist das der volle Stress, aber positiver Stress, weil er reagiert jetzt voll und er hebt den Stoffwechsel an. Und deshalb haben wir einen Nachbrenneffekt, der ähnlich ist wie beim Sport. Also bei intensiven Ausdauertrainingseinheiten kennen wir das ja, dass danach der Stoffwechsel auf 24 Stunden oder länger sogar noch erhöht ist. Und dadurch, das hat die TU München gemessen, hat man eben so diesen hohen Kalorienverbrauch. Und das ist natürlich super. Genau, und darum geht es jetzt los. Und ich sage euch, es geht auf minus 140 Grad runter. Ja, aber das klingt jetzt ein bisschen schlimmer, wie es ist, weil man muss sich das so vorstellen wie in einer normalen Sauna. Plus 100 Grad kann man sich jetzt auch nicht vorstellen, wenn man in Griechenland bei 40 Grad schwitzt. Und so ähnlich ist es hier. Wir haben ganz trockene Kälte und deshalb ist es wirklich gut auszuhalten. Kalt ist es schon. Gut. So, jetzt geht's rein. Dann fahren wir den Lift hoch, bis man die Conny sieht. Den Bademantel mir bitte geben. Kalt ist schon. Ziemlich. Wie lange haben wir noch? 30 Sekunden noch. Okay. Gleich vorbei. Das ist der Vorteil. 3 Minuten sind sofort um. Also es tut vor allem, also das heißt weh, man merkt es hauptsächlich an den Oberschenkeln, also zumindest wir Frauen, glaube ich, den Bauch, wo man glaubt, der ist so empfindlich, den merkt man eigentlich so gut wie gar nicht. Ja? Aber an den Oberschenkeln und dann, kalt. Gleich kommt Ding Dong und es ist vorbei. Du hast noch 12,4 Grad. Im Normalfall hat man eine Hauttemperatur von ungefähr 30 Grad. Und jetzt fängt der Körper an zu. Und was man jetzt noch hat, ist zum Beispiel eine verstärkte Kollagenproduktion. Genau. Also weil, ich habe ja immer so das Gefühl, dass dann wirklich so die Haut so straff ist. Gell? Danach hat man sich so, ja. Deshalb gehen auch die Leute mit unserem Damenproblem der Zellulite eigentlich schon sehr gerne in die Kältesauna, weil man da auch gute Erfolge erzielen kann. Und was wir noch haben, ist dieses gelbe Fett, dieses schlechte Fett, wird durch die Kälte angeregt, sich in braunes Fett umzuwandeln. Und das kann dann super verstoffwechselt werden. Deshalb ist er total gut, auch bei Menschen, die eben da Probleme haben mit so Lipödemen oder so Fetteinlagerungen, gerade bei den
Stellen am Oberschenkel oder so. Und was ich immer habe, ich bin dann so aufgedreht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe dann für den ganzen Tag letztendlich so voll die Energie wie ein Gummiball eigentlich. Ja, also es werden ja in der Kältesauna dann auch Endorphine produziert und die spürt man natürlich auch, das Glücksgefühl. Ja, Endorphine sind unsere Glückshormone und man kriegt schon vermehrt Energie. Wie oft, wie lang sollte man reingehen? In dem Fall ist einmal ist nicht keinmal, einmal der Woche ist super und natürlich 2 bis 3 Mal, wenn man so einen kumulierten Effekt haben möchte. Aber man kann auch täglich gehen? Ja, natürlich. Also man kann so bis zu 2 Mal am Tag gehen, wenn man Pause von 3 Stunden macht. Genau, und immer maximal 3 Minuten. Genau, das ist vorgeschrieben. Sehr gut. Also ich kann auch wirklich mal ins Herz legen, sowas mal auszuprobieren, wenn es das bei euch in der Nähe gibt. Das ist wirklich für mich so ein Pusher durch den ganzen Tag. Und vielen Dank, Andrea. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ich habe sicherlich noch den ein oder anderen Fettburner-Tipp für euch. Bis dann.